Willkommen, meine Freunde, zu Part Nummer 43, der erste Part des Late Game. Wir haben im letzten Part Bowser kaputt gemacht, haben ihn besiegt, haben diese Fluchtsequenz über... Ja, und da sagt er schon, wir sollen mal zum Palast gehen, werden wir auch gleich machen. Ja, wir werden als erstes machen und dann werde ich euch mal kurz ein bisschen in das Ballonspiel einführen. Weil... Das werde ich offscreen noch einige Male machen müssen, weil wir doch viele, viele Münzen brauchen für... Hier ist noch eine Fahne. Und hier steht so ein Tod mit einem Ausrufezeichen. Hallo Mario, furchtbare Neuigkeiten. Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Sie hat ihren Koffer gepackt und ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck einfach von dannen. Wir können sie nirgends finden, wo kann sie nur sein? Ja, eine weitere Queste. In jeder Welt müssen wir jetzt einmal Peach treffen. Weil sie macht jetzt eine Art Weltreise und guckt sich alles nochmal an. Prinzessin Peach hat gerade gepackt und ist fort. Hast du sie gesehen? Klar. Wo ist nur Prinzessin Peach? Ich habe sie überall gesucht. Ja, ist ja gut. Wir haben auch alle jetzt Zylinders auf und so. Und hier haben wir eine weitere Hinweiskunst. Natürlich im Hutland, ganz offensichtlich. Ja, wir müssen halt ein Bild machen, dass der Mond genau so hinter dem Mondturm steht. Hier gibt es auch übrigens einen hochfaszinierenden Stern. Ja, und hier, ach ja, das ist übrigens auch sehr interessant. Sie hat nicht... Uhu, Mario, bist du wieder auf deiner spannenden Abenteuer unterwegs? Wie wunderbar! Ich dokumentiere nicht all deine glorreichen Taten und ich habe alles Länder bereist. Ich habe ebenfalls alle Länder bereist. Ich hoffe, das ist okay. Jo. Ich habe ein paar Powermonde als Belohnung für deine glorreichen Taten bei mir. Oh, Prinzessin Peach Rettung hast du schon abgeschlossen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Ja, ich denke mal, das Freund ist für euch vielleicht besser, wenn ich es nicht euch zeige. Prinzessin Peach Rettung. Außerdem könntest du hier auch die Namen der Powermonde sehen, die du für alle Taten bekommst. Ich trage kleine Hinweise auf diese Mondliste, auf der Mondliste ein. Öffne die Karte mit Minus und drücke Y, um die Hinweise zu sehen. Ja, seht euch das mal an hier, Freunde. Von 45 bis inklusive 104 sind 59 Sterne, meine Freunde, oder Monde, die wir von ihr bekommen. Zum Beispiel Cappy, ja, müssen wir noch fast 2000 Mal werfen. Springen müssen wir nur noch ein paar Mal. Das haben wir schon geschafft, zum Beispiel sammle Münzen. 16.099 haben wir bis jetzt gesammelt. Also wir haben gerade mal 6.000 ausgegeben, okay. Na gut, und verloren. Hier. Ja. Ach so, einmal 5.000, einmal 10.000, okay. Aktiviert Rücksetzpunkte. Wir haben alle Rücksetzpunkte aktiviert. Okay. Gab es hier nur den am Schloss und den da hinten? Ja, kann sein. Hier ist ja nur ein relativ... Die Hälfte. Ja, hier müssen wir halt... Da haben wir doch nicht alle, weil die noch... Weil einige noch nicht zugänglich sind, natürlich. Einer im Bowserland, einer im... Ich glaube, im Hutland... im Kaskaden dann auf jeden Fall. Ja, das kriegen wir schon alles raus, Freunde, keine Angst. Dann haben wir hier Mondquader. Die haben wir natürlich noch nicht geöffnet, ist ganz klar. Outfits, da brauchen wir nur noch drei, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Das wären, oder vier, ne, vier. Das, ich weiß gar nicht, wieso denn 35? Eigentlich müssten wir, ach nee, wir haben ja Mond, haben wir die auch noch alle gar nicht gekauft, genau. Damit fängt es zusammen. Ja, 15 haben wir natürlich schon lange. Und wie gesagt, wir kriegen jeden Stern leider einzeln hier abgedrückt. Hüte haben wir schon. Haben wir auch noch nicht ganz alle, aber... Verschiedene Objekte. Da haben wir schon 48 von 45. Souvenirs und Stickers. Ja, da müssen wir natürlich auch im Mond noch alles kaufen. Und natürlich hier. Hier gibt es sehr viele Stickers übrigens. Nicht nur einen.
Ja, Souvenirs und Stickers. Ja, die Fragen von Sphinx. Aber wir haben natürlich noch nicht alle Sphinxen gemacht. Kommt noch, wie gesagt, eine war ja am Mond dann noch und eine kommt noch im finalen Level. Erziele die Mindestpunktzahl beim Koopa-Pfeilelauf. Ja, müssen wir auch noch öfter mal machen. Wir haben ja jetzt einmal in der Wüste und einmal im Eisland, glaube ich, gemacht. Und die müssen wir nochmal wiederholen. Und das fünfte. Ach, auf dem Mond. Auf dem Mond gab es den, kommt der auch noch. Genau, auf dem Mond. Also 5 und 6 müssen wir perfekt abschließen. Winne, ja, die Koopa-Freerunning, also die Wettläufe mit den Koopas, da kommen wir auch zu gleich. Vielleicht noch in diesem Part, muss ich nochmal sehen. Ja, da haben wir natürlich noch keinen, weil noch nicht verfügbar war, ist ab jetzt verfügbar. Sammle Monde beim Spielen vom Jackpot, ja, die haben wir alle geschafft. Hinweiskunstmonde, ja, da haben wir natürlich auch noch lange nicht alle. Weil wir haben ja das Level, wo die meisten Hinweiskunstbilder sind, noch gar nicht betreten. Nutze Hinweiskunst, um Monde zu finden, ja. Spiele Musik, die Todd sich wünscht, ja, auch das ist noch eine kleine Quest, die wir noch angehen müssen. Finde Chapos, die sich auf die Köpfe, also Chapos sind diese, sind die Hutgeister wie Cappy, die gibt es auch in vielen Ländern jetzt zu finden, die sie auf bestimmten Leuten verstecken. Famos gekleidet, sammle Mode ohne durch Tragen bestimmter Outfits. Ja, haben wir auch schon ein paar Mal geschafft. Erinnert euch ja an die Türen, durch die wir nur kommen, wenn wir halt bestimmtes Outfit anhaben und so weiter. Da gibt es noch einiges mehr. Sammle Mono, ja, hatten wir ja schon. Ja, hatten wir auch schon. Ja, Wandervögel, ja, erinnert mich bloß nicht daran. Das gibt's in jedem scheiß Level gibt es so einen scheiß Vogel, wie diese Falken oder Adler oder was auch immer das waren in der Wüstenwelt. Gibt's da noch mehr von. In jedem Land, glaube ich, oder in fast jedem. Gibt es so ein Scheißding. Manche sind wirklich extrem schwer zu kriegen. Zum Beispiel in der Stadt zum Beispiel oder so. Wirft er die Kopfbedingung auf Objekte und erhalte Monde. Ja, das hatten wir schon. Da fehlen noch 3, okay. Lege Monde durch Dampfattacken frei. 41 haben wir davon. Fang Hasen im Tausch gegen Monde. Fehlen auch noch 3. Fang Hasen im Tausch gegen Monde. 5 von, ja, okay. Lasse Samen sprießen, da haben wir auch schon mehr als wir brauchen. Angle Monde als Lakitu. 5 von 3. Schnapp die Monde von Gumbette. Ja, hier gibt es ja auch noch eine in dieser Welt. Hüte Schafe und erhalte dafür einen Mond. Ja, haben wir 1 von 4 bis jetzt. Ja, ihr werdet euch fragen. Wieso 4? Ja, einen gibt es ja hier noch für die 6 Schafe. Und dann gibt es irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, leider nicht mehr wo, wartet im Wald, in dem Waldlevel, kann im Wald gewesen sein, im Forstreich, Königreich, oder Forstland, Waldland da. Da gab es, glaube ich, so ein Sublevel, wo man 2 Schafe jeweils zu dem entsprechenden Punkt schaffen muss und da gibt es auch jeweils einen Mond dafür, auch richtig heftig eklig. Trifft dich mit Prinzessin Peach auf ihrer Weltreise, ja, wie gesagt, in jedem Land müssen wir sie einmal treffen, inklusive diesem hier, als letztes natürlich, wenn wir alle anderen haben. Mit Prinzessin Peach, ach so, auf Reisen, auf Weltreisen, na gut. Da brauchen wir ja die Hälfte. Das müssen mehr als 10 sein. Trifft dich mit Kapitän Tod. Haben wir auch schon sehr oft gemacht. Da müssen wir eigentlich schon alle haben, oder? Ist der. Ne, ich glaube bei der dunklen Seite des Mondes war der nicht dabei. Das war der letzte hier. Aber ich glaube, auf dem Mond hatten wir den noch nicht, ne? Ich glaube, auf dem Mond könnte der auch noch irgendwo sein. Müsste ich nochmal recherchieren. Schnappt ihr die Monde bei Tic-Tac-Turnieren. Jage Noten und schnappt ihr die Monde. Also das ist diese
diese Notenspielerei da, da haben wir auch 14 von 20. Dann haben wir hier Sammle Monde aus Schatztruhen. Okay, da fehlen auch noch zwei. 8-Bit-Monde fehlt natürlich. Ja, hier, da kriegen wir hier noch zwei. Kauf dir was mit Spezialmünzen. Also mit den lilanen Coins. Mondkönig. Schnappe dir 600 Monde, genau. Ich glaube, die brauchen wir, um weiterzukommen. Oder brauchen wir die für das finale Level? Ich weiß das ja nicht mehr genau. Ich glaube, eigentlich haben wir schon genug. Ich glaub, oder braucht man 500? Ich weiß nicht mehr genau, was man braucht für die nächste Stufe. Oder könnte auch sein, dass wir bloß 400 oder so brauchen. Ich weiß das nicht genau. Mondzauber 400 sind 300. Oder wir brauchen sogar bloß 300. Dann werden wir sehen, wenn wir das nächste Mal Monde abgeben an der Odyssey, ob das schon reicht. Aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall reichen. Mond Dritter. Dann haben wir hier endlich wieder Weltfrieden. Bringe Frieden über alle Länder der Welt. Haben wir geschafft. Ja. Wie gesagt, das sind ganz viele und ich werde jetzt sicher nicht machen, weil es dauert ewig, bis sie durchgerattert hat. Mache ich mal auf Screen, weil das ist nicht interessant. Hier hinten sind übrigens noch ganz fies 3 Liter Münzen versteckt. Kann man jetzt schon mal. Ja, seht mal hier. Seht mal hier. Diese Fliese ist etwas erhöht. Wenn wir da jetzt eine Stampfattacke drauf machen, dann kommt jetzt die raus. Dann die. Zwei. Ich glaube, die nächste ist schon oben. Kann auch oben sein. Ja, hier ist sie, genau. Drei. Geht auch nicht auf Zeit, man kann also... Hier ist die nächste. Nicht Zeit lassen mit dem Suchen. 4. Hier, okay. 5. Die nächste dürfte, glaube ich, wieder oben sein. Wahrscheinlich nicht noch hier. Ja, hier. Ich glaube, es 8 Stück gibt's. 6. Oben sieht man es natürlich nicht. Wo ist sie denn nun? Kann ich da rangehen? Ah ja, hier. 7 und glaube die 8. müsste jetzt wieder oben sein, oder? Ja, hier. Das dürfte die letzte sein. Genau. Auch eine kleine Spielerei. Ja, wir haben jetzt einen Großteil des Parts damit zugebracht hier. Über diese Spezialmonde zu. Also ist wie Achievements halt, nicht wahr? Und ich glaube, wir springen erstmal hier in. Ja, der Schlossgraben kennt man natürlich auch aus Super Mario 64, hat ja da auch eine Bedeutung. Da konnte man das Wasser ablassen, kann man hier auch, indem man diese Pfähle mit Cap hier rauszieht. Nicht einstampfen, sondern herausziehen. Sonst funktioniert das nicht. Aber erstmal zeige ich euch jetzt mal die Ballon-Versteckgeschichte. Luigi. Das habe ich bis zum Kotzen gespielt, glaubt mir, Freunde. Allein aufgrund der Tatsache, dass ich den Ehrgeiz irgendwie hatte, dass ich... Luigi hat eine Schleife um, hat er die schon immer umgehabt? Da ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also eine Fliege, meine ich. Genug davon, hör zu, Bruder. Ich habe mir ein neues Spiel ausgedacht, die Ballonjagd. Ballon ist ein Minispiel, in dem du Ballons suchst, die von Spielern aus aller Welt versteckt wurden. Genau, das sind immer Ballons, die von Spielern versteckt wurden, nicht von Nintendo oder so. Dein Highscore-Spitzname und dein Profil sind öffentlich sichtbar. Möchtest du eine Verbindung? Ja, wir wollen. Verbindung für Metz wird hier gestimmt. Ich weiß gar nicht, ob das noch viele Leute spielen. Alles klar, lass uns loslegen. Gehen wir zum Startbereich. Ich habe das immer fast ausschließlich hier gespielt. Es gibt zwei coole Arten von Ballonjagd. Verstecken und suchen. Fangen wir mit Ballonsuche an. Ach so, jetzt macht er einfach ein Tutorial, oder? Ja, der erste ist von ihm selber.
Ich verstecke gerade mal einen Ballon und du suchst ihn. Du hast 30 Sekunden, um den Ballon zu finden und platzen zu lassen. Sobald du den Startbereich verlassen hast, beginnt die Ballonsuche. Ja, und jeweils, ich glaube, für jeweils 3 Münzen oder so, kriegen wir immer noch 1 Sekunde dann gut geschrieben, wenn wir die nebenbei anhören. Und ihr zeigt uns die Entfernung. Ja, er hat sich natürlich sehr offensichtlich versteckt. Er zeigt uns die Entfernung und die Richtung an, aber der Richtungspfeil verschwindet nach einer gewissen Zeit, sobald wir diesen grünen Bereich hier verlassen. Und dann beginnt auch die Zeit zu laufen. Und glaubt mir, die Community, da gibt es irgendwelche Typen bei. Das glaubt ihr nicht. Glückwunsch, jawohl. Was die für eine Dinger machen. Ja, da kriegen wir mal locker 50 Münzen. Ja, locker mal. Ach so, Moment mal, Leute. Ich muss ja erstmal Geld ausgeben. Um die echte Ballonsuche zu spielen, musst du ein paar Münzen abdrücken. Da, so sind leider die Regeln, genau. Ach ja, stimmt. Wir brauchen ja auch Geld, um das Spiel zu spielen. Ah. Ja, scheiße. Ich hab's jetzt falsch gemacht. Na, ist egal. Diese Regel gilt für alle Ballonsuche. Für die Ballonsuche und für Ballonverstecken praktisch, nicht wahr? Alles rutscht. Na gut, dann spielen wir jetzt Ballonverstecken. Beim Verstecken bist du der Typ, der die Ballons versteckt. Bruder, und alle und die Spieler aus aller Herren Länder suchen sie, genau. Ich weiß nicht, irgendwann, sobald einer die Ballon platzen lassen, glaube ich, kriegt man keine Münzen mehr dafür. Kriegt man nur so lange, wie halt die Spieler nicht schaffen. Und der bleibt noch eine Weile halten, aber ich weiß nicht, wie lange. Du hast so lange müssen wir jeden Mitspieler, der deinen Ballon sucht, bis ein Spieler ihn findet und zerplatzen lässt. 3 Sekunden, ja. Je nachdem, wie lange du brauchst, um ihn zu verstecken, beeinflusst das die Zeit, die die anderen zum Finden haben. Genau, man kriegt immer ein klein bisschen mehr Zeit. Du kannst die Zeit, dir die Zeit lassen und ihn weiter weg verstecken, aber schnell in der Nähe. Nutzt die Zeit clever. Sobald du den Startbereich verbessert hast, beginnt die Ballonjagd. Ballon verstecken. Genau, jetzt können wir einen verstecken. Ja, es gab irgendwie hier eine Möglichkeit, sich in das Schloss, wir können jetzt während der Ballonjagd normalerweise nicht ins Schloss gehen oder irgendwo anders reingehen oder so. Aber es gab irgendwie einen Glitch, oder ich weiß nicht, ob der immer noch existiert, dass man sich da reinglitschen konnte. Und hier standen immer so 25, 27 Meter und so was wie 8, 9 Sekunden oder auch mal 20 Sekunden, ja. Das ist total mies gewesen, aber das hat Nintendo dankenswerterweise verbessert. Und hier ist jetzt ein Yoshi-Ei erschienen, den kann man auch benutzen. Ich werde mal. Ja, wo geht man als erstes hin? Ja, ich denke mal, ich nehme einer meiner Lieblingsverstecke. Gleich hier. Unter der Brücke. Ja, gut, der hat jetzt nicht gleich reagiert. Ja, versteckt ihn einfach, egal. Ja, und ihr seht, ich habe da Ruck als Bild genommen. Ich hoffe, dir gefällt die Ballon, ja, Bruder. Beide Arten sind einfach unglaublich. Spaßig und die Zeit vergeht im Flug. Ja, ja, ist gut, ja. Nein. Einfach lassen. Verlassen, so. Weil, ihr seht ja, wir haben jetzt 9.999 Münzen. Ich bin noch einmal in den Shop rein und raus und habe hier nochmal die Stelle da gestampft und die Kiste aufgemacht und ja, jetzt kriege ich die ganzen Scheißchen, obwohl ich das Geld noch nicht ausgegeben, verdammt. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, tut mir wirklich leid, Freunde. Ne, hier nicht. Ja, hier können wir schon mal gucken. Ja, wir gucken trotzdem schon mal. Wir haben schon 63 Münzen. 30 Münzen haben wir schon hier gefunden. Cool. Ja, hier gibt's das legendäre Super Mario 64 Outfit. Und der sieht wirklich so aus, auch nicht nur der Outfit, auch sein Gesicht und alles sieht genauso aus wie damals. Und das sind hier alles Aufkleber, Röhre, Münzen, Blöcke, Schloss. Und dann gibt's noch natürlich Souvenir, Kissen und ein Modell des Schlosses. Aber dazu später mehr. Schaut mal hier. Ja, ist ja gut. Ach, der wurde schon gesucht. Ich habe den gerade platziert. Der wurde schon gesucht. Also es scheinen immer noch Leute zu spielen. Interessant.
Wir haben neue Artikel reinbekommen. Seht mal, was wir hier jetzt alles haben. Football, Ausrüstung. Ich glaube, das ist noch der standardmäßige, weil sonst müsst ihr jetzt, oder? Warte mal. Hier steht jetzt schon 10 kaufen, okay. Ich weiß gar nicht, ob hier standardmäßig auch einer zählt, aber ich glaube ja. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Football-Ausrüstung. Dann hier Retro. Also lehnt sich an den klassischen Mario, wo er noch rote Hosen hatte. Jetzt hat er ja blaue Hosen und einen roten Pullover an. Ja, hier 9.999, meine Freunde, kostet dieses Skelett-Outfit. Ja, hier kommen einige günstigere. Ja, das Vario habe ich leider nicht, sonst könnte man das auch so freischalten. Und es gibt nicht für jedes Kostüm auch eine Kopfbedeckung. Zum Beispiel für den hier gibt es keine Kopfbedeckung extra. Dr. Mario natürlich, auch die Dr. Mario spielen. Vario. Dann haben wir hier Hakama, das ist irgendwie so eine, ja auch so ein japanisches Gewand, keine Ahnung. Dann haben wir hier Musiker, das sind jetzt die Downloads-Dinger. Musiker, dann hier Sunshine-Outfit, da hat er so ein Hemd an mit diesen Shinies drauf. Ritter, Rüstung, keine Ahnung, woran das eine Anspielung ist. Dann hier Mario-Outfit, ist auch irgendeine Anspielung an irgendein Mario-Spiel. Dann natürlich Baseball, gibt ja Baseball, Mario gibt es ja auch. Und dann die Brudels hier. Topper, ein Rennfahrer-Outfit. Rango, Harriet und Speward. Dann haben wir hinten noch ein Komponisten-Outfit. Ein Halloween-Outfit als Zombie mit einer Axt im Kopf drin. Ein Weihnachtsmann-Outfit. Und der Retro-Knaller schlechthin, den werde ich mal als erstes kaufen. Dieser Hut nimmt uns mit auf eine Zeitreise mit dorthin, wo alles begann. Jetzt nehme ich, meine Freunde, ist unser ganzes Geld erstmal weg. Ja, ich möchte den gleich anziehen. Und ich denke mal, wir werden das so machen, jedes Mal, wenn ich jetzt einen neuen Partner werde, ein neues Outfit kaufen und anziehen. Wir sind jetzt das Amiibo. Und ja, ich habe dieses Amiibo und ich habe auch das andere. Da gab es ja zwei von. Einmal in den Farben. Ja, ist ja gut. Ja, er hat mich schon platzen lassen. Toll. Danke. Einmal in den Farben von Super Mario World und den nachfolgenden Spielen. Blau, blaue Hose, rotes Hemd oder, ja. Und einmal in den klassischen Farben mit der roten Hose und den braunen Untersachen. Ich habe beide. Der eine war ja, glaube ich, etwas seltener. Der war, glaube ich, nur, oder eigentlich war der bei als Beilage für irgendwas, für irgendein Spiel oder ich weiß gar nicht mehr welches. Oder war das für eine Wandel hier mit einem View oder ich weiß es nicht mehr. Also ich habe mir beide gekauft, bin ich auch ganz stolz drauf. Aber damit werden wir jetzt nicht rumlaufen, das ist nicht so schön. Wir werden jetzt mal, ja, ich ziehe noch mal das Klassische an. Ja, hier gab es zum Beispiel nur eine Mütze und wenn wir das allerletzte Level, also dieses super schwere Level sozusagen nochmal durchspielen. Da gibt es nochmal eine ganz coole Mütze. Oder das heißt coole, ganz, eigentlich ist das klar bescheuert, aber gibt es auch nochmal eine Mütze. Und wie gesagt, es gab halt ein paar Auswender nur für beiden Sachen, also Hose. ...94? Ach so! Ah, er kriegt die trotzdem. Okay, gut, da habe ich jetzt genug um das Spiel. Ich zeige euch das jetzt mal ein, zwei Mal. Ich denke mal, ich muss das jetzt nicht. Ich werde noch mal kurz. Ja, ich will jetzt spielen. Ja, Verbindung. Ah, der Part ist ja eigentlich schon wieder vorbei. Scheiße. Ja, komm, wir verstecken noch mal kurz den Ballon.
Mal gucken, mal überlegen, wo mache ich den jetzt mal hin? Mal ein anderes Versteck. Mal ein anderes Versteck wählen. Ja, vielleicht. Nein, war nicht so gut, Freunde. Ja, nee. Dann sagt er immer, egal wie beschissen das Versteck ist. So, jetzt zeige ich euch noch kurz ein, zwei Mal die Suche. Okay, hier können wir sehen, anhand der, danach, was das kostet, kann man ungefähr absehen, wie schwer das ist. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen für 20. Der ist 57 Meter, der ist oben auf dem Dach irgendwo. Da haben wir 32 Sekunden, das sollte recht einfach sein. Hier haben wir einen 171 Meter, 26 Sekunden. Das scheint mir schon recht heftig zu sein. Haben sie die Preise jetzt erhöht? Also den Gewinn? Diese Richtung 129 Meter. Ah, ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Ja, wir probieren mal kurz den. 12 Sekunden ist nicht viel, aber 90 Münzen kostet der, ey. Der Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ja, da habe ich auch schon mal einen versteckt, auch ein Klassiker. Ja, hier kenne ich eigentlich anhand der Entfernung und der Richtung kann ich eigentlich recht gut sagen, wo die sind. So, da habe ich schon mal, ja, einfach mal locker 300 Münzen mal so eben gewonnen. So, dann haben wir jetzt wieder neue natürlich. 165 Meter, 22 Sekunden. Ja, der dürfte auch nicht allzu schwierig sein. Dann haben wir hier 71 Meter. Ah, der wird auf der Rückseite von dem Turm sein. 12 Sekunden. Hm. Ah, komm, riskieren wir mal. Achso, ich habe hier mal auf den falschen Knopf gedrückt, verdammt. Ja, den will ich hier. Ach. Ja, habe ich wirklich fast ausschließlich hier gespielt, da kenne ich eigentlich alle ganz gut. Wie ihr seht, schon wieder 200 Münzen, zwei miteinander, nochmal 40 Münzen. Na gut, die Zeit war jetzt nicht besonders. Und wenn man noch eine gute Zeit hat, gibt es nochmal Münzen. Hier kriegt man schneller Münzen. Das ist richtig der Wahnsinn. Hier 180 Meter. Das dürfte da irgendwo bei Dori unten sein. Ja, die hier sind besonders eklig. Die in diese Richtung so nach oben zeigen. Die sind nämlich auf dem einen Turm da ganz hinten drauf. Das ist sehr, sehr schwierig, das zu schaffen. Und die haben, guckt euch das an, 28 Sekunden, die haben manchmal utopische Zeiten. Oder hier, 74 Meter ist immer ganz oben auf der Spitze. 74, 75 Meter. Und 17 Sekunden, das kann man nur mit Skilljump schaffen, die ich nicht kann. Indem man hier, nämlich man kann irgendwie das schaffen, mit Wandsprüngen und Ähnlichem da oben rauf zu kommen. Oder ich weiß nicht, vielleicht mit Yoshis Hilfe da rauf zu kommen und das Ganze abzukürzen. Sonst muss man nämlich den langen Weg über die Treppe nehmen. Und das schafft man in 17 Sekunden nicht. Dann haben wir hier 570 Meter. Weiß ich jetzt gar nicht, was das ungefähr sein könnte. Aber es ist halt irgendwo hinterm Schloss natürlich. Ja, das ist auch wieder der Turm irgendwo da. Jetzt, der zeige ich euch später mal, wo der Turm ist. 60 Meter. Ja, das ist da. Ach, sieht man sogar da oben auf dem Dach. In 40 Sekunden. Ja, das sollte schaffbar sein. Weiß gar nicht. Ja, das sollte eigentlich gehen. Warum nicht?
Dann haben wir hier 53 Meter, ja, der ist auch da. 22 Sekunden ist schon ein bisschen enger wieder. Aber gibt es entsprechend noch mehr Geld. 66 Meter in 22 Sekunden, ja, der ist auf der Rückseite, auch da ganz oben irgendwo. Der ist. Wer ist denn der weg? Warte mal. Zahl 4. Auch ganz oben. 30 Sekunden. Oder knapp unter 30. Das ist wirklich heftig, ja. Dass der bloß so wenig wert ist, verstehe ich gar nicht. Dann haben wir hier 167 Meter. Das bin ich jetzt auch nicht sicher, wo das ist. Aber ist wahrscheinlich irgendwo da ganz am Rand, denn 40 Sekunden sollte man eigentlich schaffen. 29. Ja, der könnte auch da bei dem Turm irgendwo sein. Oder zumindest in der Nähe. Ja, der ist auch wieder auf dem Turm, der auch. Die versuche ich gar nicht erst, weil ich weiß, dass ich die nicht schaffe. 202 Meter, ja, der ist unter Wasser, glaube ich. 32 Sekunden, ja, kann man schaffen. Gibt es doch bloß 100 Münzen für. So, wir sind schon wieder auf Seite 1. Na, welchen? Ja, den, ich versuche mal den. War das der? Nee. Ist 69 Meter, dürfte weit oben sein. Welcher war denn da? War doch einer, der der? Ja, ich versuche mal den hier. Der scheint mir möglich zu sein. Und der gibt 200 Münzen. Und dann, ja, natürlich. Wenn man hier die drei Büsche jeweils berührt, dann hat man schon mal eine Sekunde mehr. Da erscheint hier die Treppe, da habe ich euch noch nicht gezeigt. So, dann hier die nächste. Ah, komm, mach hin. Oh, komm. Mario, werf dagegen, danke. Jetzt hier hoch, komm schon. Und zack. Schon haben wir es geschafft. Glückwunsch. Ja, ich beende jetzt gleich den Part. Das reicht erstmal für das Erste. Ich habe es euch jetzt mal gezeigt. Cool gemacht, Bruder. Als Belohnung jetzt 200 Münzen. Drei hintereinander. 80 Münzen. Aber ich habe wieder. Ja gut, die Zeit war auch nicht besonders, hätte man schneller schaffen können. So, ihr hört es immer auf. Ja, das könnte man weitermachen. Wie es aussieht, hat jemand einen Ballon gesucht. Das heißt 36 Münzen, okay. Ich zeige euch nochmal kurz die Statistik. Ja, hier seht ihr die Statistik. Und da unten seht ihr dieser Pfeil unterm Forestland. Das heißt, da gibt es jetzt mehr Geld für die Ballons. Also, da gibt es so ein Spezialevent, der ändert sich so alle paar Stunden, oder ich habe keine Ahnung. Und hier beim Pilzkönigreich seht ihr jetzt eine Nummer. Da könnt ihr jetzt versuchen, meinen Ballon zu finden. Da kann man irgendwo die Nummer eingeben. Da könnt ihr das versuchen, den zu finden, weil wenn ihn vorher noch keiner zum Platzen gebracht hat. Und hier seht ihr jetzt, was man braucht für die. Ihr seht hier, bei jeder Kategorie sind 10 Sterne. Und ich habe, wie gesagt, schon Rang 50, also alle Sterne vollständig. Und rechts sind die Sterne, wo man abhängig ist von den anderen, also dass der Ballon gesucht wird. Und so weiter. Und ihr seht, ich habe schon 1270 Versuche. Also 1270 Mal versucht, meinen Ballon zu finden. Und 800 wäre nötig für alle 10 Sterne. Und Münzen habe ich. Ja, 29.000, 25.000 waren nötig. Das hat relativ lange gedauert. Aber noch länger hat es gedauert, hier bei gefundenen Ballons 800 Ballons zu finden. Das hat wirklich ewig gedauert. Das hat am allerlängsten gedauert. Guckt mal, bei Geld 50.000 Münzen brauchte man für alle 10 Sterne und ich habe 426.800 Münzen inzwischen. Und die Gesamtzahl seht ihr ganz oben rechts. Und da seht ihr immer, wie viel Geld man da hier zusammenkriegt mit diesem Spiel. Und ja, hintereinander, also ohne, dass man einen Fehlversuch hat, braucht man 15 Stück für alle 10 Sterne. War auch nicht besonders schwer. Und ich habe 80 Stück geschafft. War wirklich nicht schlecht. Da habe ich eingesucht, der eigentlich hätte gehen müssen, aber da habe ich mich
ja, ein bisschen schlecht geworden, da ist halt die Zeit weg gewesen, aber oh yeah. Nur mal, um euch das nochmal zu zeigen, ich höre jetzt damit auf. Wow. Im nächsten Part befassen wir uns wieder mit dem Pilzkühlreich und suchen hier noch ein bisschen was und gesagt, Geld verdienen mache ich offscreen, da müsst ihr mir nicht zugucken. Wie gesagt, ich muss einmal voll alles voll machen für die Skelettrüstung und dann gibt es ja noch mehrere andere teure Sachen. Einen werde ich noch freischalten per Amiibo, den Gold Mario. Der kostet, glaube ich, auch sonst sehr viel Geld. Und ja, wie gesagt, das werde ich halt ein paar Mal machen müssen, um halt die Münzen wieder voll zu machen. Aber wie gesagt, mache ich aufs Spiel, da müsst ihr mir nicht zugucken. Wie gesagt, wenn man Level 50 erreicht hat, kriegt man halt hier goldene Ballons bei Luigi. Das ist das Einzige, was man davon hat. Und wenn ich schon nicht den goldenen Ballon an der Odyssey habe, achso, die ist jetzt nicht zu sehen, an der Odyssey auch, wollte ich wenigstens die goldenen Ballons haben. Also vielen Dank und bis zum nächsten Part, wenn wir halt ja die restlichen Sterne suchen werden und einiges andere, die Bosse halt erneut fordern werden und so weiter. Auf Wiedersehen, meine Freunde.